Selbstverständlich gibt es auch in diesen Höhlenformationen nette kleine possierliche Tierchen, die sich hier und da in die unterirdischen Gänge verlieren. Schauen wir einmal, ob unser Kameramann Herbert heute eins dieser kleinen netten possierlichen Tierchen auftreiben wird. Man muss sehr vorsichtig sein bei der Jagd, aber hier schauen wir um die nächste Ecke, erkennen wir schon den Schatten eines einheimischen Höhlenbewohners und da können wir ihn beobachten bei seinen Paarungsgewohnheiten. Ganz hervorragend, da ist er schon. Oh ja, oh, es scheint, er hat uns entdeckt. Da wollen wir uns doch flugs in unser Gebüsch zurückverziehen. Halt, das ist die Flucht vor dem Höhlenbewohner. Sehen Sie den Teil 3 des aktuellen Fernsehfilms im Studio. Heute in Made in Germany zwei Mitglieder einer ganz interessanten Band, Fury in the Slaughterhouse. Ich begrüße erstmal den Chris Stein neben mir. Du bist verantwortlich für Gitarre und Posing und W59, Gesang und Ausdruckstanz. Dazu kommen wir später noch. Ganz schönen guten Tag. Eure Band heißt Fury in the Slaughterhouse. Was heißt das? Das heißt Fury im Schlachthof. Mhm. Hat das irgendwas mit eurer Musik zu tun? Nö. Die Frage nach dem Namen, ja, weißt du, das ist eben so. Die Frage nach dem Preis ist wichtig. Das ist einfach so. Also die Band heißt eben einfach Fury in the Slaughterhouse. Wir stellen Ihnen auch heute wieder eine hannoversche Band vor und die heißt Fury in the Slaughterhouse. Das heißt so ungefähr Fury im Schlachthaus. Sag mal, Fury in the Slaughterhouse ist ja ein ziemlich witziger, origineller Bandname. Fury im Schlachterhaus. Fury in the Slaughterhouse. Fury in the Slaughterhouse. Fury in the Slaughterhouse. Rain will fall.
das wegen ich das teure Filmmaterial. Mensch, ins Kinder, denkt doch an unsere Kosten. Hallo! Grüße, Mann. Ah, guten Tag. Na, du Sack, wann bist du wieder erst gekommen? Guten Abend. Ein wunderbares Sauerkutsche präsentiert. Und zwar, ihr wisst nämlich immer viel Zucker in meinem Kaffee. Der Zucker ist nicht hier auf dem Tisch. Deswegen müssen wir mir jetzt welchen herzaubern. Abracadabra. Du musst nur wissen, wie es geht. Zwei scharfe Schrappen. Alles klar? Und wozu soll das gut sein? Na ja, dann. Pass auf, hin. Es ist eine ganz einfache Sache. Diese beiden Wagen und dann. Weg. Nichts mehr schrappen. Das ist natürlich eine Lüge, denn wir wissen das. Diese beiden Brötchen haben keinen Backstage-Pass, was folglich bedeutet, dieser junge Herr wird mit diesen beiden Brötchen nicht zum Ausgang gelangen. Wie war das mit den Kosten? Von der Verschwendung von Füllmaterial, von teurem Füllmaterial, wohlgemerkt. Where it took years to climb that hill, and now we look up to the mountains, as high as you might climb there still. Something we should not forget, takes seconds to fall, seconds to fall. Could happen that you can scratch the clouds. Could happen that you come tumbling down. Could be you find yourself at the top of the stairs. Could be you're just another clown. Take seconds to fall, seconds to fall. Nee, also eine Independent-Band, die ihr ja seid, die haben auch ein bestimmtes Image, ne? Das ist nicht so clean. Independent ist immer so eine Sache. Wieso seid ihr nicht Independent? Was ist eine Independent-Band? Also ich meine, das ist eine Band, die einfach nicht so viel Kohle hat wie andere Bands. Die sind eine Independent-Band, du hast recht. I'll take my
Hannes, was wolltest du denn mal werden? Schäfer. Ich wollte immer mal Schäfer werden. Ich wollte schon immer mal Schäfer werden. Deswegen haben wir einen glorreichen Namen. Tankwart. Weil früher gab es an den Tankstellen immer diese Oldtimer-Bilder und Plaketten. Und wenn man da getankt hat, hat man immer eins gekriegt, als noch klein war. Und da habe ich mir gedacht, Tankwart ist der Top-Job, weil der Tankwart hat sie alle. Ja, ich wollte immer Polizist werden, mal im Rauschgift jetzt einer. Telefon. Was ich werden wollte, durfte. Ich wollte immer Polizist werden, beim Rauschgift jetzt einer, aber Christoph hat mir dann davon abgeraten. Ja, was wolltest du früher werden, als du klein warst? Gesangsstar. Ich wollte immer Gesangsstar werden. Ich hatte so ein tolles Ruder, das ging immer von Finny, dann habe ich immer Sweet gesungen und es ging immer. Jetzt mal zu einfachen Dingen des Lebens, nämlich zum Wetter. Da habt ihr ein Lied zugemacht und das würden wir jetzt gerne mal hören. Das ist nicht von uns, das ist von Charles Aznavour. Zunächst bedeckt mit etwas Regen, später zunehmende Auflockerung. Höchsttemperaturen am Tag bei 10 Grad, mäßiger bis frischer, West bis Nordwest. Das Wetter wird nicht schön. Es lässt sich gehen. Hier, Scheiße, lass. Es lässt sich gehen. Thank you.
belly sitting and sound. Sagt, was wollt ihr und was macht ihr? Unser Ziel ist es, gute Popsongs zu schreiben, deswegen essen wir dauernd Popcorn. Muss ich auch noch erzählen, also wir kommen nach Schaffhausen. Wie gesagt, heute Nacht, das war etwas problematisch. Und ja, also hier für die Band bitte. Und es war also folgendermaßen, wir kommen hier hin und was ist gegenüber von dieser Tour, von dieser Tür? Was ist los mit dir? Ein Musikladen. Oh! Und ich muss sagen, ich komme aus Hannover, also das ist auch nicht unbedingt eine Weltstadt, aber immerhin. Wir haben aber auch einen Musikladen. Aber wir haben ihn leer gekauft. Weil dieser Kerl hatte die besten Gitarren, die ich seit ewigen Zeit gesehen habe. Zeig mal den Hammer. Ja, vielleicht, mal gucken. Ha. Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte, aber ist ja auch egal. Er hat sich jetzt auch wieder ziemlich gewundert, wenn ich mal. Schlagzeuger zur Bühne, bitte. Was kommt jetzt? Okay, setzt euch alle hin. Ich kann dem nur zupflichten. Über alles. Und das auch wirklich. Weil wir meinen das immer so. Weil wenn wir das sagen, dann steht ja schon was dahinter. Das ist nicht einfach so lala oder so. Da kannst du mal echt von ausgehen. Tschüss Jungs, ja, ich gehe dann mal dahin, wo ich heute schlafen werde. Ne? Frühes Karstadt, gemischt mit einem Anteil Teleshop. Auch in diesem Kleiderschrank können mehr als vier Musiker schlafen. Sie müssen einfach nur diese Spannbügel in den Arsch einschrauben. Zack, ne? Und aufhängen. Locker. Bis gleich. Staying in such a fine, reputable establishment as this. We're very grateful to ASS Promotions for arranging our stay in this hotel. We really love the plastic flowers. These plastic flowers are not only low calorie, but also completely indigestible. Look at these girls, I play.
Deutsche Musiker und Produzenten glauben, ein Bild von Professionalität entwickeln zu müssen, was eine Glattheit hat. Also die möchten gern perfekt produzieren. Die sehen eine Produktion auch nicht als ein Vergrößerungsglas von Persönlichkeit, sondern die sehen Produktion als ein sehr, sehr glatt poliertes Werkstück. Und da wollen sie zeigen, wie gut sie sind und nicht, wie besonders sie sind. In dieser Woche hat Jim Rakete sein allererstes Video fertiggestellt und hat somit zum ersten Mal mit bewegten Bildern gearbeitet. Das ist ein völliges Underground-Video. Die Herausforderung in dem Fall hieß einfach, die letzten zwei Jahre habe ich immer darunter gelitten, dass ich mit meinen Kollegen zusammengesessen habe und gesagt habe, man muss was ganz Tolles machen und es kann ganz toll werden, obwohl es nicht viel kostet. Und die haben immer gesagt, das geht nicht. Ne? Ganz erfahrene Leute haben immer gesagt, das geht nicht. Und mich hat das so genervt und so, und jetzt habe ich irgendwie Anfang des Jahres habe ich ganz plötzlich irgendwie, haben die mich drauf angesprochen, so eine junge Band aus Hannover, Fury in the Slaughterhouse, die finde ich ganz toll. Und haben gesagt, hör mal, kannst du mal für uns irgendwie ein Video drehen? Dann habe ich gesagt, klar, das wird aber sehr wild und sehr, also sehr seltsam wird das, ne? Weil das musste ganz billig werden. Und haben gesagt, das darf nicht teurer als 10.000 Mark werden, und ich habe es tatsächlich geschafft, das für 8.000 zu drehen. Forget these days. I won't forget.
Also ich würde nicht existieren, wenn es Fury in the Slaughterhouse nicht geben würde. Fury in the Slaughterhouse würde es vielleicht in der Form geben als Band, aber ich glaube nicht, dass sie es alleine zumindest bis zu diesem Punkt geschafft hätten. I think you turn left, yeah, then left, and then after 200 miles, right. You know what? No. Stay here. We'll be right back.
Tu sie doch in den Caddy. I'm guilty. I believe I'm guilty, because if you are really satisfied, ich meine, wenn you are sehr vorsichtig are, and you can film it sometime, see this, look at this, here. Seitdem du dabei bist, ist die Band laut, oder? Laut und trinkt auch wieder. Ja, Mineralwasser. Ja, alles klar. Wir trinken nur Mineralwasser. Alles, was ich gebrauchen kann. Alles, was Rock'n'Roll nicht. Ich trinke kein Wasser, weil da ficken Fische drin. Oh. Jetzt geht das wieder los. Und was sagt der Tourmanager dazu? Das ist ein Fleisch. Ich kann ja noch einen super Color.
Achtung, hören Sie mal zu, hören Sie mal zu. Unser Tourmanagement ist ganz schön scheiße, weil... Vorsicht, lassen, Autogramme! Die lassen einen noch nicht mal in Ruhe. Und was sagt die Bandmanagerin dazu? Ich sage einfach super, Spitzenklasse, können die besser sein, man wird sehen, was weiß ich, Tor, Tor, Tor. Kai, vielleicht, du bist auf jeden Fall, du bist der Sänger, Kai, ne? Das ist richtig. Wer ist der ganze Rest? Stell doch mal bitte die Band vor. Ja, das ist so, die Band hat mir ja gerade im Ausgewicht gesehen, deswegen stellen wir jetzt die Crew vor. Sie haben hier Jan, Paul und Jens und überhaupt, und da ist die Sensation aus Kanada. Keine Mühen und Kosten hat er gescheut, heute wieder hierher zu kommen. Aus Fredericton, New Brunswick in Kanada, Mr. Paul LeBourge. Paul LeBourge? Also ich kenne Peter Bursch. Du meinst Peter Bursch? Nein, nein, das ist der freudsche Fehlleistung. Mr. Paul LeBourge. Man darf am Bildschirm gerne mitschnippen. Das geht so, Achtung. Aber nicht klatschen, ist du doch. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by, as time goes by, no matter love songs never out of date, a heart full of passion, jealousy and hate. Dieser verdammte Robert Palmer ist der Roland Kaiser Englands. Nicht nur äußerlich. Nein. Hört man in sein neues Lied rein. Close your eyes, close the door. Wenn ich jetzt also die Augen schließe und ich gehe und ich soll jetzt die Tür schließen, dann ist die nächste Frage, wo ist diese verdammte Tür? Da stimmt doch irgendwas nicht. Wer kontrolliert seine Texte? Fuel-Texte dagegen sind ganz anders. Da weiß nämlich gar keiner, worum es geht. Schon nach dem ersten Satz nicht. 15 Minuten zum Zeigen. Textzeile. Von Fury in the Slaughterhouse hören wir zum Schluss. Und damit tschüss, On Alarm. I got you, my woman.
Well, you said your daddy's rocking, let you thank your mother's too. But I don't love your parents, so I can't believe you. I'm on the low now, baby. You should not get you the one. I'm on the low now, baby. You should not get you the one. Was ist denn an Fury in the Slaughterhouse so besonders? Nichts. Sit on my flat, watch the late night news. But travels with Turks and travels with Jews. Gallons of beer streaming in my mouth. Shot a prime minister somewhere down south. Murder in the east, murder in the west. The girl on page three got an oversized chest. Germany's united and Fergie's got a new dress. And the man on the telly says it's blue. Taxes, I know what it means. But how can they say that there's not enough to eat? Look at my fridge, it's filled with meat. Fuck the woman's liberation, fuck the woman's education. One hour lady was enough for this nation. Might be that I don't know what I'm saying here, but I'm just interested in Italian beer. Jetzt ist Schluss hier. Großbritannien. Ries. Till it's too late.
seconds in a world of hours and days. We've got bones and blood. Or is this all what we've got? Well, I thought there was a brain, but maybe I just thought in vain. And this is not the time to wonder, and this is not the time to cry, and this is not the time to sleep while we fight, and this is not the time to die. Realities and dreams, reality's not what it seems. It's not the way we want it, it's just the way it gotta be. We've got love and hate, but we can't rest in time. But that's the time.